Hallo, Jutabis, und herzlich willkommen zur Folge, ich glaube, 34, ja, denke schon, von Let's Play. Ui, 7 Days to Die. Mein Knusperflocken, Frühstücksjoghurt ist mir im Hals stecken geblieben. Es ist Freitag, der 16.06. Es ist 23,1 Grad für Pia. Ich weiß, ihr wollt sowas wissen. Sonst dreht die durch, wenn sie das nicht hört und kommentiert wieder, warum war das die Temperaturen heute nicht? Raumtemperaturen meine ich. Naja, wie auch immer, es ist so. 10:45 Uhr, die Aufnahme für Samstag und Sonntag mache ich jetzt, damit wir für diese Aufnahme schon, für diese Woche schon mal alles im Kasten haben. Vielleicht mache ich heute noch einen Livestream, also für euch dann gestern quasi. Weiß ich noch nicht. Gott, diese Musik. Vor der Haustür steht gerade ein Polizeiwagen, auch hochinteressant, sowas zu sehen. Wie verhält man sich? Muss ich jetzt gleich alle Fenster und Jalousien dicht machen? Wollen die vielleicht zu mir? Suchen die mich? Haben die erfahren, dass ich ein Doppelagent bin? Im Auftrag des russischen Staates? Nein. Aber tatsächlich mal wieder ein Thema, das ich mit euch besprechen kann, weil ich ja diese Woche ziemlich wenig Schlaf hatte und gestresst war. Einerseits wegen Junior am Montag, ne, logisch. Und andererseits, weil Donnerstag, also aus meiner Sicht gestern, für euch vorgestern, meine Präsentation war in dem Konzepte und Theorien der internationalen Beziehungen und die war eher, naja, ich fand sie jetzt nicht so glänzend und ich habe die Theorie immer in Frage gestellt, was ich gut kann. Aber ich habe es ja noch mit jemandem gemacht, das habe ich mich da zurückgehalten, ne. Die arme Studentin, ne, die saß da und hat 90, 70 Minuten in der Diskussion da nichts gesagt. Aber ich denke mal, es wird halbwegs akzeptable Note sein. Und ehrlich gesagt, mir reicht alles, was 3,0 ist. Danke, reicht mir. Ja, ich werde keine Facecam bei 7 Days to Die machen übrigens, bevor einer fragt. Weil, wer will mein unrasiertes Gesicht am frühen Morgen um 10 Uhr unter was? Ich habe Wochen, tagelang nicht geschlafen und gestresst und sitze hier in diesem weißen T-Shirt mit blauem Urlaubsaufdruck-Logo, was auch immer rum. Das will wirklich keiner sehen. Ich frage mich gerade, ob ich darin geschlafen habe die Nacht. Ich glaube nicht. Habe ich nackt geschlafen? Nein, ich hatte Boxershorts an, denke ich. Sollt ihr das wissen? Soll ich anstelle des Wetters in Zukunft sagen, nee, wenn ich die Raumtemperaturen nicht mehr ansage, 23,1 Grad, regt sich Pier auf. Ich weiß andersrum, Eisenseele würde das nur zu gerne wissen, in was ich schlafe. Der ist halt ein bisschen merkwürdig, so ist das im Leben. Über Mira und das Thema Mobbing an der Schule und so reden wir später nochmal, denke ich. Vielleicht auch noch heute im Livestream, ich weiß es noch nicht, wenn ich einen mache. Also für euch gestern, ne? Tja, Pech gehabt. Wenn nicht, der Livestream ist ja als Aufzeichnung auch noch da, da habt ihr dann das Thema. Ich habe auch schon mal überlegt, einen Livestream komplett auf Englisch zu machen, ganz bewusst so als kleines Sprachtraining für euch und mich und so. Mal schauen, was mir dazu einfällt. Ist ja doch motivierend, wenn man weiß, der ein oder andere kommt und ihn interessiert, was man da macht oder von sich gibt für einen Blödsinn. Die Spiele interessieren einen ja recht herzlich wenig. Ich weiß, dass wir in diesem Spiel aktuell, glaube ich, Zementmauern endlich gießen wollten oder wollten wir spazieren gehen? Ah ne, stimmt, wir wollten erstmal das Fundament da legen oder so. Weil der Zement trocknet ja ein paar Tage. Ich habe hier übrigens eine Banane liegen, die werde ich jetzt auch gleich essen, zusammen mit meinem schwarzen Johannisbeer-Saftzeugsgedöns. Ja, Funzeiermann. Waren die das letzte Mal schon erntefähig? Ich bin mir gerade nicht sicher. Die Welt baut auf, es ruckelt gerade alles so ein bisschen gefühlt bei mir. Aber ich weiß ja, dass es bei euch nicht ganz so sichtbar wirkt. Das Thema, das ich in der Präsentation halten sollte, war übrigens Kriege. Fing an mit einer Definition vom Correlates of War Project, die da sagen, Krieg ist, wenn in einem bestimmten Gebiet innerhalb eines Jahres durch staatliche und militärische Interventionen 1000 Menschen ums Leben kommen. Womit man sagen könnte, aha, bei 999 war es dann also kein Krieg, oder wie? Auch eine sehr interessante Theorie. So, Yuccafrucht, Rezepte. Nicht Bär. Ich brauche jetzt hier keinen Bären. Ich hab's gehört. So klinge nicht ich, wenn ich atme. Das war ein Schwein. Hat sich der Bär da gerade an das Schwein rangemacht, dass das so merkwürdig klingt? Klingt das so, wenn ein Bär ein Schwein vergewaltigt? Ach, das Schwein ist in die Stacheln gelaufen. Ach, du armes Ding. Messer holen. Ist doch irgendwo ein Bär, den höre ich doch. Das bilde ich mir doch nicht ein. In der Zwischenzeit kann der ganze Mist hier. Hat man noch irgendwas von der Sorte Kartoffelrezepte? Nee, ich will Kartoffelseeds und keine
Saatkartoffel. Ich wollte gerade sagen, Salatkartoffel, bin ich blöd. Meine Güte, ich glaube, ich werde langsam alt. Ich stapf doch schon wieder was durch die Gegend, das ich nicht sehe. Oh, ja, super. Okay, jetzt habe ich hier irgendwelche Laufgeräusche und sehe niemanden. Ich sterbe jetzt gleich in meinem eigenen Haus. Das ist kontraproduktiv. Was wollte ich das Schnitzelmesser holen, ne? Damit wir das Schwein schlachten können. Bin ich blöder? Oder habe ich das mit hier hinfallen? Jetzt weg, oder? Och, ist das ein Lärm. Es geht mir jetzt schon auf die Ge- Ich will über den Krieger reden hier. Lass mich in Ruhe. Hier unten ist noch eins. Das reicht mir, danke. Was soll dieser Lärm hier? Ach, jetzt kommt hier eine komplette Horde, oder was? Das muss eine Horde gewesen sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, jetzt habe ich den Bären definitiv gesehen, so. Und definitiv nicht nur den. Was willst du, Meisterpelz? Wer bin ich doch? Was hast du denn für Probleme? Du wirst auch ausgelegt, ist mir egal. Ich werde einen Bären töten, du da. Na, seht ihr? Bei Bären regt ihr euch nicht auf. Bei Pferden würdet ihr euch jetzt aufregen, habe ich recht? Boah, ich hoffe, die patchen hier Pferde rein. Das wäre so lustig. Also für mich, und ich muss gerade mal kurz die Lautsprecher leiser machen, weil. Lautsprecher, die Kopfhörer. Viel besser. Dieses Gebäre hier. Ist man nicht so, vielleicht bricht die Mauer unter mir weg, habe ich das Gefühl. Ich meine, nicht die unter mir, solange die da hinten zerfällt, ist mir egal. Wenn der hochklettert, habe ich ein Problem. Ist der jetzt tot, oder? Gott sei Dank. Und jetzt zerlegen wir einen Bären. So ein süßer, kleiner, knuddeliger Teddy. Also ein bisschen mehr Fleisch und Zeugs könnte es schon sein, oder? Guckt mal den Hunger an, den ich habe. So geht das nicht. Dann noch schnell das Schwein schlachten. Dann kann ich wohl das Feld am Mann. Ein ganzer Tag geht hier wieder drauf für nichts doch. Dankeschön. Nüpp. Wie ist eben? Oh, warte mal. Du auch gleich noch. Sammle Nägel. Meinetwegen. Was soll dieser Lärm hier immer? Meine Güte. Reißt euch mal zusammen. So. Hier haben wir noch ein Schweinchen. Quiek, quiek. Das ist nicht brutal. Ihr müsst das so sehen. Ich meine, ihr esst doch auch gerne Schnitzel, oder? Was meint ihr, was in dem Schnitzel drin ist? Im Labor gezüchtete Meerschweine? Ich meine, so gesehen, so wie sich Meerschweinchen fortpflanzen, ist nur eine Frage der Zeit, bis wir den Dreck auch noch füttern. Ja, ich habe Meerschweinchen als Dreck bezeichnet. Entschuldigung. Au. Ja, jetzt bin ich gleich wirklich tot. Habe ich noch eine Tür? Ich mache mal kurz eine. Und bete, dass die rechte Maustaste funktioniert. Habe ich mir auch schon überlegt. Vielleicht sollte ich Türen einfach als so eine Art Crowdfunding-Kampagne... Türen, sag ich schon. Mäuse... Seht ihr, was ich meine? Ist das nicht schön? Was wäre das, wenn wir eine Folge mal nicht Türen produzieren müssten? Ja, wäre einem doch richtig langweilig, oder? Nein, ich will die... Na, also. Aufbauen, nicht abbauen. Aufbauen, nicht abbauen. Danke. Von mir aus auch mit Eisen. Dankeschön. Jetzt schnell noch das Essen produzieren, den ganzen Mist einpflanzen, dann... Au, ich bin tot, bevor ich da ankomme. Ich fasse es nicht. Dort so. Es ist ja Ruhe her. So, gegrilltes Zeugs. Ja, bitte. Machen alles. Und dann kannst du von mir auch den Teig herstellen. Von dem ich noch gar nicht weiß, ob ich den haben will. Aber ich mach's trotzdem.
Nein, ich wollte rechte Maustaste. Jetzt will ich nochmal rechte Maustaste. So. Dankeschön. Jetzt haben wir nicht Ruhe für eine Weile. Verrottenes Fleisch. Kann ich eh nichts mit. Kann man da nicht Dünger mit herstellen? War das nicht so? Nee, ich will es nicht essen. Lasst mich Ruhe. Egal, rein da. So. Dazu kommen wir gleich noch. Die Tierhaut kann weg. Die Knochen können weg. Kaffeebohnen werden wir gleich mit einpflanzen. Die Tür kommt sowieso weg. Die Saatkartoffeln ebenfalls. Die Holzbalken brauche ich jetzt wahrscheinlich eher mal nicht für den Moment. Was ist das hier? Ach, Zement. Stimmt, ich wollte ja weitere Zementmischung machen. Gott, was das wieder dauern wird. Brauchen wir so viel Baumwollsamen? Egal, wir pflanzen es an, dann haben wir es und gut ist. So, wollen wir noch irgendwas anpflanzen, Erzeug machen? Nee, offenbar nicht. Erstmal Zement. Zement ist wichtig. Ich würde jetzt 1 Minute 33 warten, dann kann ich auch anpflanzen gehen. Sterbe ich bis dahin? Ich weiß es nicht, wir werden es gleich rausfinden. Bin ich eigentlich zu leise? Wahrscheinlich im Moment im Vergleich zum Anfang. Wasser. Oh. War das Wasser oder Nahrung? Nahrung. Ist jetzt ein klitzekleines Problem. Sollte ich besser schnell anpflanzen, weil ich werde gleich sterben. Davon ist auszugehen. Ausnahmsweise, warum nicht? Stinkende Last interessiert mich nicht. Futtern, was? Bis der Magen voll ist. Ausdauer 82, wunderbar. Futtern. Alter, futtern hier. Weil ich die den Magen vollschlagen, bevor uns ein Zombie da draußen umbringt. Damit wir genau wissen, dass wir hier gerade verschwendet haben, wie nichts. Trinken. Woll ja, und gleich nochmal. So ein richtiges Völlegefühl muss aufkommen hier. Guckt euch das an, so gut ging es uns schon lange nicht mehr. So. Das ist ein klitzekleines Problem. Ich habe nämlich nicht einen Goldrutensamen mehr übrig, um so ein scheiß Zeugs zu machen. Egal. Bitte nur die Hälfte. Die Hälfte. Nimm mal die hier, ist mir egal. So. Warte, diesen ganzen Nägel-Baumaterial-Gedöns. Hier drüben mit drin, ne? Genau. So, Heil kommt hier mit hin. Heilen sowieso. Das kann jetzt, glaube ich, aus, danke. Und der Rest kommt hier rüber. Das da. Zum Erteilig. Wofür habe ich den gemacht? Ich weiß es nicht, weil ich es kann. So. Und noch ein paar überflüssige Türen, wie immer. Mir würde ja auch sonst was fehlen. Können wir uns jetzt auf den Weg machen, dankeschön. Hunger und Verdurst werden wir in den nächsten Minuten nicht. Hier sind noch ein paar hübsche Türen. Rechte Maustaste. Ach ja, braucht alles. Okay, dann weiter. Anpflanzen und dann Fundament schaffen, das dauert nämlich ewig 3 Tage. Dann sehen wir weiter. Habe ich jetzt meine Schaufel dabei? Nein, das ist schlecht. Sag mal, bin ich. Rechte. So, dankeschön. Oh Gott, jetzt geht das los. Aber das will ich. Das Correlates of War Project. Nein, das ist doch nicht. Ich mache wirklich eine Kickstarter-Kampagne für eine Maus mit nicht zerstörbarer rechter Maustaste. Boah, geht mir das. Ich finde das zum Kotzen, ehrlich. Das ist nervtötend. Einfach gedrückt halten ist die Taste. Einmal. Oh, ich muss jetzt wirklich jedes Mal aufpassen, sobald was gesetzt ist, wieder loslassen. Die Richtung ändern. Ah, ich krieg die Krätze, das mal hier in den 40 Mal. Das riecht euch. Na also, jetzt lauf einfach. Lauf und mach es, wie du sollst. Dahin. Guck mal da, wo der Mauszeiger. Ja, ideal. Hier, guck mal da. Guck mal, da ist ganz viel Platz. Setz das Ding! Setz es! Also,
Ich werde heute noch zu diesem hässlichen Pöbel 1-Euro-Artikelladen gehen und mir so eine Billigmaus im Wert von 5 Euro für 15 Euro holen. Ist mir egal. Hauptsache, ich habe eine, die rechte Maustaste hat. So mache ich hier definitiv heute keinen Livestream. Da bin ich mir sicher. Gott, das halte ich im Kopf nicht aus. Danke. Jetzt stand ich einfach mal. No, so, blöd, da. So. Die Maus ist nur eingerostet bei der Wärme. Man muss nur oft genug drauf drücken, dann klappt das auch. Hier, guck mal, da ist großer Platz. Wieso kann das hier nicht platzieren? Ist mir egal. Da schwebt wahrscheinlich gerade ein Schmetterling. Ist mir eigentlich auch egal, warum. Ich klicke einfach und dann kommt da was oder nicht. Muss ich eine Schaufel holen hier oder was? Dieses scheiß Gartenhaar, genau, sonst wird das nichts. Drauf, setzen, nicht diskutieren, einfach setzen. Oh, ist das anstrengend, das geht mir jetzt schon auf den, ich nehme übrigens den Mittelfinger der rechten Hand dafür gerade. Und der fängt an, langsam Abnutzungserscheinungen zu haben. Das ist richtig, ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist für euch zu Let's Play hier. Ihr ahnt ja gar nicht, was da für ein anstrengender Hand da steckt. Da ist eine Lücke, guck mal, hier, groß, da, rein da. So, und jetzt noch 56 Mal mit Baumwolle, das halte ich im Kopf nicht aus. Also so viel Baumwolle mache ich nicht nochmal. Ich weiß gar nicht, wofür ich das mache hier. Brauche ich doch mal nicht. Da nehme ich mir dann fürs nächste Mal auf. Wieso habe ich hier draußen eigentlich keine Truhe, fällt mir gerade auf. Machen wir lieber gleich zwei, falls ich die eine auch noch kaputt setze, wird die nämlich gleich weggenommen. So, da hinsetzen, Dankeschön. Ist das nicht schön? Harvest Moon hat noch nie so viel Spaß gemacht! Ich freue mich, dass ihr machen dürfen. Das ist doch unglaublich, jetzt ehrlich. Leck mich. Ruhe. Weg jetzt hier. So. Setzen. Dankeschön. Aufmachen. Rein damit. Truhe auch weg. Brauche ich jetzt nie. Doch, die Truhe nehme ich mit für den da hinten. Wieso habe ich das Papier hier drin? Egal, weiter. So, Zement brauchte ich noch irgendwas um zu. Zement, Rezepte, Beton, Mischung oder so. Nicht N, M. Was brauchte ich dafür? Nur den Zement, Bruchsand, kleiner Stein. Das wurde ja da hinten hergestellt. Also los geht's. Kommt ihr mal her, ihr Drecksbäume. Magst du hier von alleine nach? Warum züchte ich dann Bäume? Drecksbäume. Dreckbaum. Oh Gott, wir müssen aufpassen, nicht, dass die YouTubers hier alle anfangen, durch die Gegend zu laufen und Dreckbaum zu rufen. So, weg da. Dreckbaum. Oh, kleine Steine. Hübsch. Nein, ich will keine Baumwolle. Habe ich jetzt genug? Dankeschön. Du bist mir zwar eigentlich zu schade für meine schönen Eisenpfeile, aber was soll's. Ist der Arm weg. Das geht schnell. Holen wir es mal beim anderen auch. Oder auch nicht. Nicht das da drauf fallen. Danke. Das war's wichtig. Sehe ich hier drüben hier gerade noch was liegt? Wahrscheinlich wieder so ein dünnes Viech. Das kann interessiert. So. Correlates of War Project. Also wenn 1000 Leute innerhalb eines bestimmten Gebietes durch militärischen Einsatz sterben, stellt sich mir die Frage. Ha, ich muss niesen. Entschuldigung. Egal. Sättigung plus 2. Was ist dann eigentlich, wenn nur 999 sterben? Ist das dann kein Krieg mehr? Und was ist, wenn die 1000 erst am 366. Tag sterben? Dann waren es ja doch nicht wieder die 1000, ne? Aber eigentlich doch. Das ist ja alles doof. So. Ist da noch ein großer Stein, den wir zwischenzeitlich abbauen können? Aber erst... Du bist wirklich niemand genug, oder? Und der Armsab. Ich mag die Pfeile jetzt schon. Kann ja einfach der Kopf auch so aufplatzen, dann wäre nämlich Ruhe. Nicht auf die Baumwolle. Eigentlich wollte ich. Gut, egal. Mann, die Frauen haben hier eine Drogenprobleme, sage ich euch. Alle haben ja Tabletten dabei. Ich habe schon immer geahnt, dass Frauen wesentlich schneller abhängig sind. Ich wollte auf den Minibaum einhaken, aber wir wissen alle, es würde dann so gehen. Da ist auf die Tür, ich hab's eigentlich.
So, gab es hier irgendwas Interessantes? Nein. Dann machen wir weiter. Betonmischung, wie viel? Dann mix mal schön. 7 Minuten unter was. So, und dann können wir noch Bruchsand gebrauchen. Nee, für Beton brauchen wir. Also, einmal. Wir brauchen noch 659 Bruchsand. Wir brauchen also Steine. Unterm Strich. Wir können jetzt also erstmal bis zum Umfallen Steine holen. Na, das klingt ja richtig nach Spaß. Betonpyramide, wenn das jetzt was. Betonstock. Stück. Alteisenrahmen, das war's auch noch. Und ich habe natürlich kein Eisen dabei, ich Idiot. Ja. Brauchen Eisen, den ich natürlich nicht dabei habe. Das ist schön. Und wieder zurück. Gehen wir erstmal Stein abbauen. Dong! So. Muss ja ab und zu mal sein, ne? Dong! Den aus? Jawohl. Was der alles so sein Eigen nennt hier. Och, Leutchen. Ich will keine Baumwolle, lass mich. Baumwolle in Ruhe. So. Hab ich jetzt eigentlich irgendein so verdörrtes Fleisch? Nee, Gott. Also, bei 1000 Toten und so eine komische Definition. Ging dann später auch um neue Kriege, das heißt mehr Terrorismus, mehr Kriminalisierung, Brutalisierung und so weiter und so fort. Fragmentierung habe ich schwer in Zweifel gezogen, diese Theorie. Das hat ihm nicht unbedingt geschmeckt, weil er ist ja in erster Linie eigentlich Professor für politische Theorie und nicht für internationale Beziehungen, wie er es jetzt macht. Aber ich denke mal, es wird ein Bestand auf jeden Fall sein und die Frage ist in welcher Not, etc. pp. Aber es lässt einen natürlich denken über diese Theorie, ne? Wenn früher Kriege zwischen Staaten waren und jetzt auch noch private Söldnerarmeen das mitmachen, es ist schon schwierig. Und ich habe immer wieder reingestreut das Beispiel des IS, des Islamischen Staat, der ja diese ganze Theorie im Grunde genommen konterkariert, weil sie da nicht mehr so ganz hinhaut. Das ist dann schon ganz schnell was anderes. Und macht es auch schwierig, das zu erklären. Womit sich wieder die Frage stellt, warum führen wir überhaupt Kriege, sowas Beklopptes. Naja. So, wie lange sind wir in der Aufnahme? Auch schon wieder 20 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Naja. Darf ja ruhig auch mal etwas länger sein. Ne? Oder ihr habt nichts dagegen, wir sitzen hier gemütlich. Witz über einen Eisensäle haben wir schon gemacht. Müsst noch einen über Damakasch machen. Gibt es denn kein Hamsterreitspiel oder so? Würde sie auch spielen. So, habe ich meinen Damakasch-Witz auch untergebracht. Könnte mich jetzt noch über was anderes aufregen, aber das hebe ich mir für die nächste Folge auf. Und über jemanden vor allen Dingen, aber das ist sowieso mal arg relativ. Wie viel Eisen brauchte ich für die Eisenrahmen? 25? Ja, auf jeden Fall brauche ich mehr. Viel mehr. Nahrung und Wasser habe ich bloß mal geguckt, nicht wundern. Für die ist sowieso komisch, wer hier zuguckt wirklich. Für den ist das was ganz anderes als jemand, der nur zuhört. Draußen sehe ich gerade, wird es bei mir ziemlich düster. Es scheint doch zu regnen. Gut, dass ich die Wäsche nicht aufgehangen habe. Der Wetterbericht sagte, dass es heute noch bis zu 21 Grad runtergeht und regnerisch werden soll über Mittag. Heute ist Freitag, ich habe keine Lust einkaufen zu gehen. Werde ich auch nicht machen. Aber ich bin gerade tatsächlich in Aufnahmelaune, stelle ich fest. Ich meine, klar, wenn jetzt keine Zombie-Horden mich nerven und ich hier in Ruhe was bauen kann, macht das mehr Spaß. Vielleicht hätte ich das doch wieder auf Minecraft auslegen sollen, aber ganz ehrlich, ich will irgendwie kein Minecraft spielen. Kann er nicht Life is Feudal im Angebot sein? Vielleicht brauche ich doch irgendeine Patreon-Seite, wo ihr das sponsern könnt. Aber andererseits könnt ihr das sowieso schon. Wohlgemerkt, wenn ihr erwachsen seid, weil von Kindern lasse ich mir nichts sponsern, da werde ich sauer. Ihr hebt mal bitte schön eure paar Cent auf. Und kommt, also ehrlich, Kinders, kommt ja nicht auf die Idee, eure Eltern anzupumpen wegen Geld, damit ihr irgendeure Lieblings-Let's Player und Streamer und was weiß ich. Aber da werde ich aber grillig, wenn ich sowas mitkriege. Das finde ich ja mal so gar nicht in Ordnung. Ne? Eure Eltern müssen auch für das Geld hart arbeiten. Ich muss mal kurz meine Banane aufschälen. Ich habe ja versprochen, eine Banane zu essen in dieser Folge. Zumindest am Anfang der Folge. Reden wir lieber nicht über Kriege, davon gibt es zu viele auf der Welt und Probleme. Stört euch das, wenn ich mal esse? Genau. Ihr gönnt mir das auch mal, so ein erweitertes Frühstück. Ich meine, ich bin ja schon seit vor um 8 wach und jetzt ist es nach um 10 und ich habe 2 Stunden gebraucht, um einen Becher Joghurt mit Knusperflockenzeugs und eine Tasse, ich glaube, erst Wiener Melange und dann eine Tasse Instant-Zeugs und dann
Trinkschokolade. Den Kaffee an sich habe ich mir abgewöhnt, aber irgendwo ist immer noch Kaffee drin und kommt gar nicht drum. Deswegen kaufe ich auch mittlerweile keine Cola mehr. Wir machen mal kurz eine neue Axt. Ja, nicht bloß noch die eine. Was hat die neue für ein Niveau? 131, okay. Wird also doch ein Gewinn. Und den Zombie habe ich gehört, aber das kann er nicht. Die Geräusche sind... Also falls einer eine Mod kennt, wie man die Zombies deaktivieren kann, ich bin sofort dabei. Einfach so lange, bis ich mein Schloss aufgebaut habe oder so. Und dann können wir sie wieder anschalten, nach Spaß und nach Freude. Ist wie Minecraft. So, Monster an oder aus. So, langsam haben wir alles abgebaut. Die 7 Minuten sind auch bald vorbei, um das Ding neu zu starten. Ob wir 5000 Betonmischung brauchen. Weiß ich, da hinten ist ein Zombie. Ich sehe ihn. Seht ihr den da oben links im Bild, ganz klein? Natürlich nicht, wenn ihr nur hinhört. Ne? Lieber Eisenseele, das ist nichts, was man hier auf Arbeit anhören sollte. Ja, hier ist der IT-Support, was gibt's? Ja, ich habe folgendes Problem. Einen Moment, ich muss noch gucken. Der Xane ist gerade dabei, einen Stein abzubauen. Das ist wichtig. Mann, wie schnell man hier wieder Eisen sammeln kann. Ich habe überlegt, in die Mine zu gehen. Warum? Aber das Dumme ist, an der Oberfläche haben wir halt nur begrenzt viele Steine und irgendwann muss ich nach unten gehen. Und ich will ja, da hinten ist ja noch so eine komische Brücke, ne, hinter dem Weg. Da will ich auch mal lang. Mich würde es ja auch reizen, mal eine Random Generated Map zu spielen, wo die Gebiete dann einfach variieren und so. Das hier ist ja eine vordefinierte. Und ja, ich weiß, es gibt eine Karte, aber nein, ich gucke die mir nicht an. Ich will gar nicht wissen, was wo ist. Ich will einfach mal so ein bisschen spielen. Ist das falsch oder? Weiß ich nicht. Muss auch mal so gehen, oder? Ich muss nicht der unterhaltsamste Typ der Welt sein. Manchmal will man auch einfach nur spielen. Tag. Musste sein. Hier reinbohren, Putin zum Beispiel, ne? Zombie da oben, der interessiert mich. Da ist ein Huhn. Interessiert mich auch nicht. Ist meine Gesundheit eigentlich gestiegen in letzter Zeit? Ich glaube nicht wirklich. Ich muss mich beeilen, bevor der mich wieder rausschmeißt hier. Das dauert dann ewig. Gut, dann Halteisenrahmen, wie viel können wir herstellen? 47. Zu die 27, klar ist der her. Du brauchst immer noch 3 Minuten wegen dem Bruchsand. Dann hätten wir 390, brauchen wir also immer noch mindestens 270. Okay, wir machen mal 300. Nein, 300. Da wissen wir gleich, wie lange das dauert. Dann können wir die nächsten Betonmischungen machen. Weil jetzt haben wir 267. E drücken sind. Wollen wir was anderes abbauen in der Zwischenzeit? Wie lange wird das hier dauern? Fertilizer. Ach, verdammt, ich hätte die... Erinnert mich mal dran, dass ich das verdorbene Fleisch, die 20 Stück, die wir jetzt inzwischen haben, mitnehme. Sonstige Handwerksmeister, also was? Und wie wieder? Warum? Ich... Halt, warte mal. Hier gibt es nichts in der Vending Machine. Sehr schön. Ich kau noch ein Stück Banane, während wir hier zugucken, oder? Wenn das fertig ist, machen wir die Folge zu Ende. Und freuen uns auf die Nacht mit Zombies. Dann haben wir ein interessantes Thema. Oder relativ interessantes. Wobei ich die Überschrift anders nennen werde als das eigentliche Thema. Nicht aus Clickbait, sondern um den vordergründigen, das vordergründige Thema zu nehmen, über das alle reden, aber das eigentliche, worum es dabei geht, den meisten. Da so Dinge wie Kommentarniveau und Meinungen im Internet und Social Media. Ja, Dauerbrenner sind, ist das ja auch nichts, was ihr nicht schon mal von irgendeiner Form von mir gehört hättet. Weißt du was? Ich beende hier jetzt die Folge und dann können wir zu Beginn der nächsten Folge, mache ich ja sowieso mein Einleitungsgequatsche. Ja, also bis dahin, wir sehen uns morgen wieder. Ich nehme jetzt gleich weiter auf und dann werde ich mir wahrscheinlich nach der nächsten Aufnahme erstmal eine Kanne Tee machen und gucken, wie der Tag verläuft. Die Waschmaschine zu starten lohnt sich nicht so düster, wie es draußen ist. Aber es macht nichts. Ich habe nichts gegen ein paar graue Wolken am Tag. Ich weiß ja, dass ich heute nichts viel machen werde. Vielleicht ein Entspannungsbad oder so. Ein bisschen schlafen, gemütlich machen. Morgen muss ich einkaufen. Mal schauen. Wir sehen uns morgen. Habt einen schönen Tag, genießt das Leben und
Der Sonntag hat natürlich auch eine schöne Folge. Bis dahin, gesehen.